Liebe Zuschauer, es ist immer ein Vergnügen, mit Simon Amann zu reden und ein Interview zu bekommen. Das ist schon sehr lange her. Da war ich einer der Ersten, der es bekommen hat. Ich will auch nicht einer der Letzten sein. Fangen wir mal mit der einfachsten Frage überhaupt an. Ja? Ich habe deine reizende Frau und deine beiden reizenden Kinder unten in der Hotelhalle getroffen und habe sie natürlich auch gefragt, ob sie eine Bremse sein würden, wenn der Simon Amann sagt, ach, ich höre noch nicht auf. Und da sagt deine Frau, ich weiß es nicht, ich würde auch keine Bremse sein, das entscheidet der Simi ganz alleine. Einfachste Frage von heute, hat der Simi schon entschieden? Nein, das habe ich noch nicht. Das heißt, es besteht ein Funken Hoffnung, dass der Simi uns als Springer erhalten bleibt. Ja, ich will einfach nicht so genau sagen, wie, was, auf welchen Grundlagen, dass ich entscheide, wie es weitergeht. Ich habe, muss ich sagen, auch nach den Spielen ein bisschen ein Hangover gehabt. Halt, das kann passieren nach den Großanlässen und da fühlt man sich manchmal auch gar nicht so fähig, wirklich richtig zu entscheiden und kümmert sich besser um die Tagesaufgaben und das, da bin ich immer noch ein bisschen drin. Simi, es ist ja auch nicht so einfach. Schweizer Jahrhundertsportler, vierfacher Olympiasieger. Was kann er gewinnen oder kann er nur verlieren? Es gibt Beispiele aus der nordischen Kombination. Ich habe das auch dem Gregor Schlierensauer schon mal gesagt. Hannu Manninen oder Jason Lamy. Sie haben noch mal angefangen und das hatte dann keinen Sinn mehr. Aber es war ihre heimliche oder offene Liebe. Ich weiß, dass du diesen Sport unheimlich liebst und es gibt ja auch Erfolgserlebnisse. Also du setzt den Telemark schon viel öfters als im letzten Winter. Da ist ja was zu sehen, es ist eben nur nicht die Stabilität da. Ja, immerhin war das jetzt an den Spielen nicht das große Kreuz, das ich irgendwie dann ausfechten musste mit der Landung selber. Die Arbeit war intensiv, es hat sich einiges bewegt. Simi, du, ich will dich auch nicht beknien, ich möchte ja nur Antworten haben. Geht dir vielleicht auch mal durch den Kopf, was passiert denn mit dem Schweizer Skispringen, wenn ich nicht mehr da bin? Schwierig, ja, ich weiß. Ja, lauter so Fragen, die man gar nicht so einfach beantworten kann. Ja, deshalb rede ich ja mit Simi, ne? Ja, natürlich, ja. Sonst kann ich eben Lausjunge die Frage stellen. Ich wünsche dem Schweizer Skispringen, dass man eine gute Zukunft hat. Bei uns gibt es immer wieder gute Nachwuchssportler, was man in den letzten Jahren auch sieht und was man sich sicher noch mal genau anschauen muss, ist der Step, wo sie zuerst mal sich so etablieren, um dann wirklich ganz nach vorne zu kommen. Der findet nicht ganz so wirklich statt und da muss man auch die Analyse noch mal intensivieren. Ob ich jetzt da meinen Senf dazugeben muss am Schluss der Saison, das glaube ich nicht, auch nicht in einem Interview. Ich sage einfach, da muss man noch mal genau hinschauen. Das Skispringen sollte auch in der Schweiz mehr Zukunft, also besser in die Zukunft getragen werden, bin ich ganz klar der Meinung. Du Simi, es gibt ein Sprichwort, wenn die Würstchen schon schlecht sind, dann muss der Senf scharf sein. Das heißt also, du solltest schon deinen Senf dazugeben. Weißt du, ich habe ja die Olympischen Spiele aus der Ferne verfolgt. Weißt du, was mich richtig geärgert hat? Was man mit dir auf der Normalschanze gemacht hat? Oder hast du einen Vertrag mit Bofrost oder so? Sechsmal. Rauf, runter, rauf, runter. Ja, der Sprung war ja dann eigentlich noch recht gut. Das ist wohl wahr. Das passiert halt in so einer Extremsituation wie den Spielen, wo man auch abschätzen muss, will man jetzt gar nicht mehr springen. Füße waren schon recht kalt, gebe ich gerne zu. Aber für mich war es irgendwie auch keine Alternative, jetzt zurückzugehen. Stimmt es, dass Sie das angeboten haben, dass du zurückgehen kannst? Nein, es war ja ein laufender Wettkampf. Ich hätte schlussendlich sagen können, ja, jetzt reicht es mir, jetzt kann ich so den Sprung nicht mehr machen. Ich habe ja auch die 11 Minuten jetzt noch angeschaut und man sieht dann die Kollegen, die sitzen noch in der Wärme drin und denken sich so, zum Glück bin ich nicht da, aber der Robert Johansen hat auch da gleich hinter mir gewartet. Der hat dann den besseren Sprung noch gemacht und darum sage ich, bei mir ist es
an dem ist es nicht gescheitert. Das war, okay. Das war eigentlich recht besonders, eine besondere Episode. Jetzt bleibt es halt bei 4 Goldmedaillen. Naja, so viele gibt es ja nur auch nicht, die 4-mal Olympiasieger geworden sind. Und naja, Weltmeisterschaften in der Schweiz haben wir nicht, die nächsten sind in Österreich. Ach, ich will nicht weiter bohren, weil ich genau weiß, es streiten sich 2 Seelen in deiner Brust. Und ich möchte eigentlich, dass die eine Seele gewinnt. Ist gut, ja. Ja, es aber kommt immer noch, der Nori bekommt immer noch von den Eltern springenden Meister Applaus. Ist eine schöne Seite, genieße ich auch, muss ich sagen, dass die Diskussion auch sich gedreht haben. Vor ein paar Jahren war das immer noch anders bei den Elternspringer. Und ja, das wäre reizend, aber es muss. Viel zu ehrgeizig, um einfach so den Sport zu machen. Und ja ich das werde es darum wirklich ganz genau anschauen, wie kann das gehen und ja, muss das wirklich auch mal ein bisschen verarbeiten. Ich bin ja auch ehrgeizig, weißt du. Ich habe gedacht, Mensch, wäre das schön, wenn du der Erste bist, der es erfährt. Ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie ich da um den Brei herumreden kann, ohne den scharfen Senf zu benutzen. Simi, ich habe keine andere Antwort erwartet, weil ich dich kenne. Und ich kenne auch deine Familie, deine Frau. Und die schwindelt mich auch nicht an. Die sagt auch, ich weiß es nicht und dabei bleibt es jetzt. Ich danke dir. Danke, Dirk. Danke, Simi.